Guten Tag, wir spielen mal wieder eine neue Session Minecraft. Ich frage mich gerade, ob die Sonne wieder untergeht oder ob mir das nur so vorkommt. Auf jeden Fall werde ich jetzt mit dem Lagerhaus erstmal so abschließen, glaube ich. Ich glaube, die Sonne geht wirklich unter, oder? Das Einzige, was wir noch schnell machen könnten, wäre noch ein paar Truhen hinsetzen. Und dann würde ich nämlich gerne mit der Schmiede anfangen. Ich habe mir extra schon mal angeguckt, wie der Aufbau da ist. Vier hängen geblieben ist vermutlich nicht. Und ja, es wird dunkel. Verdammt. Das ist jetzt aber auch ein ganz schöner Koloss hier hoch, alter Falter. Haben wir gut gemacht. Gut, da kommen wir wieder nicht ran. Toll. Außer. Hier. So, gucken wir erstmal, wie viele Truhen wir jetzt hier herstellen können. Sieht nicht ganz so doll aus. Fünfzehn. Mal gucken, ob es für dieses Stockwerk noch reicht. Ich glaube fast nicht. Das voll. Nö. Da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Verdammt, haben wir wieder. Achso, das waren noch zwei alte. Und als nächstes gehen wir dann erstmal wieder Stein abbauen, weil für die Schmiede brauchen wir ein bisschen was. Na super.
So, Fichtenholz. Holzdruckplatte. Zwei Stück haben wir da erstmal. Die brauchen wir noch. So, hier waren wir soweit durch. Hier ist auch alles voll. Da nicht. Aber hier sieht's auch gut aus. Dann haben wir das soweit fertig. Die zwei letzten Truhen können wir oben noch schon mal hinsetzen. Klack, klack. Gut, jetzt könnten wir theoretisch schon mal wenigstens schon mal ein paar Schilder noch basteln. Ach, das geht gar nicht. Das ist ja doof. Und hier vor will ich die endlich auch nicht sitzen. Das einzigste Praktische wäre, wenn man hier ranlässt, Tür zu. Ja, vielleicht mache ich da noch Steindinger vor, mal gucken. So. Okay, hier kommen wir nicht ran. Toll, mein Magen macht super Geräusche. Ist zum Kotzen, hey. Wie kann der die Fresse halten? Oh, wir haben ja noch einen Haufen Eichenholz gehabt. Dann können wir daraus ja noch ein paar Schilder basteln. Eichenholzbretter, Tropenholzbretter, dann können wir daraus auch erstmal Stickies machen. Zwölf Schilder ist nicht doll. Oh, 16 Geno pro Stack, das ist ja auch nicht gerade viel. So, ein bisschen könnten wir noch. Und jetzt geht es nämlich auch genau auf. Klack. Wo packen wir die am besten hin? Hier am Eingang würde ich sagen. Klack, 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 klack. So, Schilder haben wir, das haben wir. Eine Rumpelkiste hatten wir doch auch irgendwo schon. Da.
Den ganzen Kram müssen wir ja nicht mitnehmen. So, dann. Noch mal ein paar Stickies. Spitzhacken. Und ab geht's zum Abbaugebiet. Wir könnten zwar auch hier am Keller schon weitermachen, aber ich will endlich mal diese Allee auch fertig kriegen. Außerdem möchte ich auch gerne einen Eimer noch holen, aber der ist, glaube ich, beim Bauernhaus, wenn überhaupt. Hier oben dürfte keiner sein. Hak mal nicht so rum hier. Komm, das schaffen wir noch. Hopp, hopp. Und ab ins Bettchen. Mukus. Eimer? Haben wir hier einen Eimer? Nope. Schade. Wenn man mal überlegt, wie viel Stein wir hier schon rausgeholt haben und alles ist verbaut oder eben abgenutzt durch die Werkzeuge. Ich möchte nicht wissen, wie viel das insgesamt war hier. Die nächste Spitzhacke. Bleiben mir dann gleich nur noch drei übrig. Und hier gibt es dann erstmal wieder das Folgenpäuschen Spitze. Bedanke mich. Bis dann.